Im Großen und Ganzen hält der Markt 6 Gruppen unterschiedlicher Motorradtypen bereit, aus denen sich jeder sein Wunschmotorrad aussuchen kann. Der Tourer. Für die Unterwegsfraktion und für Vielfahrer ausgelegt, bieten großvolumige Tourer viel Platz für Gepäck und Sozius. Diese optimalen Reisemotorräder, mit denen man große Strecken vor allem bequem und komfortabel zurücklegen kann, sind meist voll oder halb verkleidet. Die windgeschützte Sitzposition ist eher aufrecht, etwas gebeugter bei den sogenannten Sporttourern, die insgesamt sportlicher ausgelegt sind. Der Sportler. PS und drehzahlstarke Sportmaschinen kommen mehr für kürzere Sprints als für die Langstrecke in Frage und sind natürlich auf der Landstraße in ihrem Element. Neben ansprechendem Sportdesign stehen hier eine hohe Motorleistung sowie ein optimales Verhältnis von Leistung und Fahrzeugmasse im Vordergrund. Die Alltagstauglichkeit ist hier weniger entscheidend. Dank der Hersteller hat jedoch eine verbesserte Ergonomie bei modernen Sportlern Einzug gehalten. Die Enduro. Wer auch mal jenseits der Straße unterwegs ist, kommt um eine Enduro kaum herum. Ein Einsatz im Gelände ist möglich, wenn auch begrenzt. Grobstolliges Reifenprofil, hochgelegter Auspuff und lange Federwege kennzeichnen die an dem Motocross-Bereich angelehnte Optik. Die aufrechte und hohe Sitzposition ermöglicht bequemes und gemütliches Fahren. Speziell die Gruppe der Reise-Enduros bietet sich hervorragend für entspannte Touren an. Der Cruiser. Beim Cruiser handelt es sich um die komfortable Weiterentwicklung eines Shoppers, der somit tourentauglicher ist und mit einer verbesserten Ergonomie daherkommt. Shopper und Cruiser sprechen hauptsächlich die gemütlich, aber kraftvoll dahinrollenden Zeitgenossen an. Sportliche Attribute, wie etwa maximale Schräglage oder hoher Kurvenspeed, stehen weniger im Vordergrund. Die Sitzposition ist niedrig und aufrecht. Das Bild der Cruiser-Landschaft bestimmen überwiegend großvolumige V2-Motoren. Das Naked Bike. Hier haben wir es mit dem klassischen Straßenserienmotorrad ohne Verkleidung zu tun. Die kompletten Fahrzeugeigenschaften sind auf Handlichkeit ausgelegt. Naked Bikes sind im Prinzip universell einsetzbar, mangels Windschutz aber nur mit Abstrichen für lange Autobahnetappen zu gebrauchen. Zu Hause ist das Naked Bike auf der Landstraße. Der Allrounder. Die Kombination ausgewählter Eigenschaften der bereits vorgestellten Fahrzeugkategorien macht den Allrounder aus. Die Einstufung eines Motorrades in die Kategorie der Allrounder ist jedoch nicht genau festzulegen und gilt eher den Maschinen, die nicht exakt zu den anderen Typen passen. Typische Attribute sind Alltagstauglichkeit, eine aufrechte Sitzposition sowie gute Handlichkeit.